Wir machen weiter. Civ 6, Abraham Lincoln. Die Stadt ist schwer. Wir nehmen erstmal die Kleine hier unten. Dann kann uns von hier keiner mehr in den Rücken fallen. Dann können wir uns ja auch anders aufstellen. Und dann geht es Richtung Norden weiter. Eine Runde weiter. Welttunnel wurde gebaut. Mont Saint-Michel. Einen bebaren Außenposten am Rand der Welt. Mont Saint-Michel hilft beim Thema Glauben. Hier flippt gleich eine Stadt. Ein heftiges Unwetter. Weit weg. Hier hat es gebrannt und jetzt nicht mehr. Und den Kollegen können wir gleich noch befördern. Eine Runde weiter. Was auch heftig ist, wir haben immer noch nicht die Monarchie eingestellt. Und in zwei weitere Politikkarten gibt alles nur wegen dieses Krieges. Also es ist schon heftig. Er bietet uns immer weniger Gold an, je mehr wir erobern. Wir lehnen das erstmal ab. Wir wollen noch ein bisschen mehr haben hier. Ach, jetzt habe ich den Handwerker hier durchgezogen. Scheibenkleister. Er hatte nur 4 Aktionen dank der Pyramiden. Schade. Haben wir woanders noch Handwerker drin? Ach, das habe ich komplett vergessen. Wir haben die Feudalismuskarte wegen des Krieges nicht reingenommen. Das ist ärgerlich. Wie sieht es aus mit den Annehmlichkeiten? Oh, große Unruhe in Gewalt-Ich. Und hier auch unzufrieden, weil keine Einheit vor Ort. Wir könnten eine billige Einheit kaufen hier. Sagen wir mal, ein Krieger. Falls wir keinen... Ja, geht schlecht. Ein einfacher Speer würde schon reichen. Den können wir uns auch nicht leisten, weil er mittlerweile ein Plänkler ist. Hätten wir nur 19 Eisen, könnten wir einen Krieger kaufen. Dafür würde das Geld eigentlich reichen. Müssen wir uns gleich mal anschauen. Jetzt ziehen wir mal weiter Richtung Osten. Hier laufen wir auch rauf. Er hält hier schön Aussicht. Bleibt hier noch ein Weilchen. Der kann aber, der Speer, der kann hier unten reinlaufen. Und kann hier für eine Annehmlichkeit sorgen. In Boston, der Handwerker da. Werkstatt gäbe eine neue Einheit, aber noch kein Musketier. Brauchen wir im Augenblick nicht. Kostet auch sündhaft viel Geld. Uni machen wir nichts mit falsch. Wohnraum. Es fehlt dringend Wohnraum hier. Schaut mal selber. In 10 Runden können wir die Politikkarten wieder wechseln. Wir könnten auch vorher wechseln, das würde uns 175 Geld kosten. Das ist viel, aber nicht unendlich viel. Wir haben immer noch die Oligarchie. Ich frage mich echt, ob wir die noch brauchen mit den 4 Kampfstärken. Also wenn wir einmal die Monarchie haben, kommt man nicht mehr zurück, ne? Wir sind so turmhoch überlegen und kommen hier so schwer durch. Wir verlieren so viel Geld. Wir haben so, ich mache mir echt Sorgen um die Kultur. Wir haben nirgendwo Theaterplätze. Das ist echt bitter. Keinen einzigen. Und wir haben ein Pantheon, das auch nur Produktion bringt und keine Kultur. Also das sieht echt mau aus. Und die Städte, die wir hier erobern. Ein Theaterplatz hier oben. Den haben wir schon geplündert und sonst nichts. Kulturloses Pack, diese Ungarn. Die haben uns noch nicht mal Theaterplätze erbaut, die wir erobern können. Im Kuschek gammelt einer vor sich hin. Welche Barbaren haben den geplündert? Hätten die Ungarn auch besser bewachen müssen, sage ich ganz offen. Das ist schon krass hier. Sieht schon krass aus. Was machen wir? Wir bauen mal die Uni an. Wir können auch den Handwerker anbauen. Dann muss der aber... Wir brauchen die Handwerker. Feudalismuskarte hin oder her. Wir haben 2 Bezirke. Wir können den dritten nicht bauen. Wir haben einen Campus, ein Industriegebiet. Ein Hafen wäre Gold wert. Über den Leuchtturm gäbe es auch Wohnraum. Ein Aquädukt wird im Chat vorgeschlagen. Hierhin, wo die Mine ist. Das war unser Plan. Genau. Hier geht's hin. Wir verlieren 3 Produktionen. Im Augenblick haben wir 15. Können wir uns das leisten? Ja, können wir uns woanders her vielleicht holen. Von Washington aus. Und die holen sich die Den Handwerker schicken wir runter, der hier entstanden ist. Und der hilft den Kollegen in Washington. Dann können wir den auch hier die Felder mopsen. Beim Bau von Sägewerken auf Regenwäldern. Dann können wir von denen hier unten was klauen. Wir machen hier vorne die Mine weg. Setzen hier das Aquädukt hin.
Das sorgt dann für reichlich, nämlich für 6 mehr an Wohnraum. Guter Hinweis im Chat. Wer hat's gepostet? Wer war's? Real Raven, danke dir. Da kommt's hin. Gibt's zugleich auch einen 2er Nachbarschaftsbonus fürs Industriegebiet? Ist das hier ein Industriegebiet? Ja, ist auch fertig. Hilft also auch. 13 Runden statt 10, weil Mine kaputt. Das Feld mobsen wir. Nächster Bürger in 13 Runden ist irgendwie schade. Aber wir können auch hier rüber wechseln. Ah, da ist es doch. 1, 2, 3, 4. Produktion, Produktion, Produktion. Ich gehe mal hier rein. Mehr als 12 haben wir nicht. Ich zeige euch mal Trick 17. Ich glaube, das funktioniert. Ich hoffe. Ich tausche das ein. Ah, das können wir nicht eintauschen, weil es im einer Ring liegt. Wir können nicht näher ran. Weil die Nahrung ist hier im Prinzip verschenkt. Das ist schade, ne? Aber sonst dauert es hier zu lange. Hier brauchen wir auch dringend Wohnraum. Da ist ein Handwerker im Bau. Dank der Pyramiden, da haben wir ja auch 4 Aktionen. Können wir auch, hier ist was kaputt gegangen, das kann der Kollege auch gleich reparieren. Wir ziehen die Uni noch durch und dann geht es mit Handwerker weiter. Oder wir nehmen den Handwerker einmal raus und entscheiden. Ne, wir nehmen den Handwerker auf jeden Fall. Mal gucken, was hier unten ist. Seriosus, also ein hübscher Name. Danke für das nette Kompliment, liebe Grüße und danke fürs zweite Abo hier. Hier kommen wir gar nicht weiter. Hier machen wir, hier ziehen wir einmal hier rüber. Hier müssen wir gut aufpassen, dass nichts kaputt geht. Das hier ist ein Hügel, ne? Darüber hinweg kann man da, glaube ich, da kann man nicht drauf feuern. Den können wir so killen, da kann er einmal auf uns schießen und das ist nicht schlimm. Wir können uns auch angreifen lassen, Hauptsache der zieht weg. Ja, der kann da nicht feuern. Der bleibt dann einfach mal stehen. Der wird den auch so angreifen. Ach komm, weg, denn ich hab's satt. Einmal um die Ecke, weg mit dir. Ein neuer Ricker. Einmal hier runter. Die bleiben ja alle überall stehen. Jetzt geht's hier vor Richtung Obuda. Mit dem. Die haben 3 Trebuchets, die wollten wir platzieren hier, hier und da könnten wir den stellen. Auf die 3 Felder. Wir müssen nur einen Schutz haben vor Nanmadol. Nanmadol hat keine Truppen mehr. Alle um die Ecke gebracht. Also eins muss schon mal hier hinten hin. Das könnten wir direkt hier platzieren. Das könnten wir erst in der nächsten Runde platzieren. Und das könnten wir platzieren auch in der nächsten Runde. Okay, dann ziehen wir den erstmal hier hin. In der nächsten Runde 1 vorziehen, dann haben wir nächste Runde 3 in Schussreichweite rund um Obuda. Und den hier hätte ich gerne hier vorne. Mit dem ziehen wir ja einmal drumherum. Ich hätte gerne den Ritter nachher hier vorne, um die Stadt zu umzingeln. Einmal hier vorne hin, Belagerungsturm hier hin. Der kommt diese Runde bis hier hin. Ah ne, der kann auch hier und dann hier weiter. Moment, der zieht dorthin. Der kann einmal XP sammeln. Der geht hier vorne hin. Der geht hier vorne hin. Der stellt sich aufs Lager und blockt das. Beförderung brauchen wir im Augenblick noch nicht. Die würde bringen. Außer Zeit. Die behalten wir mal zur. Kann sein, dass der beschossen wird, damit das Lager zu Ende gebaut wird. Der kriegt erstmal keine Beförderung, dann sammelt er zwar auch keine XP, kann aber jederzeit doch teilen. Der sammelt einmal XP, Feuer frei. Die stehen richtig. Genau. Ah, da hätte ich. Nee, das ist auch alles okay. Alles gut, die bleiben alle so stehen. Alles passt, alles passt.
Dann. Wir brauchen noch ein paar weiter vorne. Ja, der kann ja ruhig einmal durchziehen und unten lang. Das tut ihm nicht so weh. Wir können ihn auch von hier aus ablenken. So tun, als würden wir angreifen. Der Kollege zieht dann oben hin und kann Reparaturen durchführen. Der arbeitet gerne für uns. Der wurde von uns befreit. Für den Fall, dass ihr das nicht mitbekommen habt. Die Armbruchschützen helfen uns ja nicht so viel. Die könnten uns nur helfen, wenn Truppen von oben kommen. Deshalb stellen wir die hier mal in die zweite Reihe hin. Einmal über den Fluss. Und wieder eine Runde weiter, Leute. Geld geht etwas runter. Wie sieht's aus beim Thema Annehmlichkeiten? Ich glaube, wir bekommen keinen Zitrus mehr von Saladin. Ich glaube, das ist alle gegangen. Haben wir Zitrusfrüchte? Keine. Schauen, ob wir neue bekommen. Von wem? Nur von Saladin. Er hat quasi ein Monopol. 5 Stück. Was will er dafür? Ah, fast nichts. Vielen Dank an den Sultan. Super cool. Was gibt er uns für offene Grenzen? Ein bisschen Gold. Ist weit ab von uns, kann er gerne haben. Auch gut fürs Verhältnis. Zueinander. Sonst noch irgendwas an Ressourcen, an Annehmlichkeiten, irgendwie eine Geschichte? Nein. Pferde können wir an keinen verkaufen. Eisen ebenfalls nichts. Alpeter. Hier machen wir gleich die Salpeter-Ressource. Können wir Gunst an jemand verkaufen? Brauchen wir das? Können ihm offene Grenzen verkaufen. Ein Gold 30 Runden lang. Warum nicht? Ist doch völlig egal. Komm. Einmal Gold rüber. Verbessert auch das Verhältnis. Was würde er uns geben für unsere Gunst? Nichts. Weil er 0 Gold hat. Das ist ziemlich wenig. Wir haben ihm den letzten Taler abgenommen, dafür, dass er seine Truppen mal ins Rhein schicken kann. 4 hier vorne. Von der Kongolesin. Deren 3. Jetzt auch nochmal 4 an ihn verkaufen. Ach komm, wir sammeln die weiterhin. Wer weiß, ob wir uns nicht froh sind, wenn wir die mal haben. Shaka kann immer noch keine Allianz. Ich staune auch Twari. Ebenfalls. So, und nun? Ja, alles gut. Wurde die richtige Einheit beschossen und nicht die falsche. Das heißt, weil der hier wird als Bedrohung wahrgenommen, obwohl er hier gar nichts will, und deshalb können wir im Rücken Einheiten mit einem Feld Entfernung einmal durchziehen hier. Und jetzt geht's in Richtung Schießen auf Obuda. Nächste Runde hier drauf ballern. Bombe an können wir uns noch nicht holen. Wir haben keinen Salpeter. Theoretisch kann man Salpeter auch erhandeln. Vielleicht sogar von Shaka. Wir bräuchten fürs Level-Up von 2 Tribocken zu Bombarden 40 Salpeter. Die verkauft er uns nie und nimmer. Noch nicht mal 20 wird er uns verkaufen. Er wird uns 18 wahrscheinlich verkaufen. Mit ganz viel Glück noch. Das erste, was wir machen, wir steigen jetzt mal in die Eigenproduktion ein. Ich gehe jetzt einmal rüber. Wir reparieren nicht den Bauernhof, wir entfernen ihn. Wir sind auch keine Barbaren, wir wollen hier für Salpeter sorgen. Was können wir hier vorne bauen? In Kuschek? Theaterplatz reparieren. Wir sind so kulturlos, das brauchen wir ganz dringend. Können auch die Stadtmauer bauen, zum Schutz nach oben hin, aber wir sind mal Optimisten. Gesandte? Ja. 2 auf einmal. Könnte nochmal so zerrennen werden in Bandai Brunei. Der Bonus ist allerdings für uns uninteressant. Im Augenblick gibt es nichts,
Kein Gesandter, den wir irgendwo reinstecken, gibt uns irgendwo einen Nutzen. Wir könnten versuchen, Nanmadol oder irgendeinen Stadtstaat, in dem der Rabenkönig suzerän ist, den doch zu vertreiben, Matthias Corvinus, aber ja, sind 10 Gesandte, da kriegen wir das nicht hin. Nirgendwo. Wir behalten mal beide. Wir haben nichts davon, zum zweiten Mal suzerän zu werden in Bandar Brunei. Einmal waren es wir schon, es gab einmal Zeitarbeiterpunkte, ein Zeitalterpunkte, ein zweites Mal nicht. Nächste Runde feuern wir hier. Nach Johannesburg wird im Chat vorgeschlagen. Um hier suzerän zu werden bei Saladin, dann hätten wir mehr Produktion. Johannesburg ist hier vorne. Wäre eine Überlegung wert, wo ist der Armani denn im Augenblick? Hier vorne. Wir haben volle Loyalität in 3 Runden. Wenn die bei 100 ist, dann könnten wir uns überlegen, die abzuziehen. Vorher nicht, erst bei 100. Aber dann wäre das eine Option, ja? Dann wäre das eine Option. Wenn die Loyalität bei 100 ist, gibt auch das Monument in der Stadt einen Kulturpunkt mehr. Belagerungsturm bleibt hier stehen. Also der Musketenpikenier, der kann ja ruhig nur mal plündern. Der kriegt das hin. Er kann sich die Beförderung holen, das machen wir mit Absicht nicht. Und er kann nicht plündern. Ach, immer schon runtergeplündert. Ach, ich wollte den darauf ziehen. Dann macht das gleich. Der Musket. Wir könnten hier vorne plündern. Auf der Mine. Aber erst nächste Runde und dann noch rechtzeitig wegziehen wird nicht klappen. Das ist mir alles so riskant. Den ziehen wir zurück. Vielleicht können wir den hier unten rumschicken, irgendwie, dass er da irgendwie hilft. Den ziehen wir mal einmal hier durch. Und dann gucken wir da weiter. Hier geht's in die Regenwälder rein. Da wollen wir Sägewerke bauen. Sehr schön. Hier nähern wir uns langsam. Langsam der nächsten Stadtgründung. Da ist schon der zweite Bürger. In Brodtag, benannt nach unserem Brodak, dem zu früh verstorbenen Community-Mitglied. Der ist so netter, war. Hier wäre ein Handwerker nicht schlecht. Hier könnten wir Geld in die Hand nehmen, könnten Handwerker kaufen, könnten das zweite Salpeter-Vorkommen haben, früher an Bombarden kommen. Gibt es irgendwas dagegen spricht? Eigentlich nichts, oder? Drei, 4 Aktionen, wir haben die Pyramiden. Einmal hier. Machen wir. Ich weiß, wir haben ein Minus. Ich setze darauf, dass wir Geld erobern gleich. Gibt es unter euch schon welche, die denen gerade der nackte Angstschweiß auf der Stirne steht? Weil ich denke, Möbels Willen, WB hat ein Minus in der Kasse und nur 175 Ocken in der Schatzkammer. Ich erinnere an eine Kanalwette, die wir abgeschlossen haben. Wir verlieren Runde für Runde Geld. Wir verlieren. Es ist nicht so, dass wir gewinnen, wir verlieren Geld. Oder seid ihr da ganz gelassen und relaxed? Ja, wir ziehen hier mal schon fast alles aufgedeckt. Mal Richtung Westen. Oben lang, hier wassern darüber. Hier ist echt so viel frei und hier gibt es keine Städte. Das ist so absurd. Wie hat die, lass jetzt mal im Ernst, schaut euch die Karte mal an. Was ist denn hier für eine Zufallskarte generiert worden bei Partiestart? Alle Reiche stehen eng hier nebeneinander. Die Kongolesen in der Ecke, das ist deren Kernreich. Die sind hier gespawnt. Dann ist hier eine riesige Welt, da sind ein paar Stadtstaaten, sonst nichts. Hier ist nichts. Habt ihr so eine Karte schon mal gesehen? Hier vorne sind die Araber, die sind hier gespawnt. Das ist irrwitzig. Eine der irrwitzigsten Civ-Zufallskarten, die ich je gesehen habe. Hier ist nichts. Nichts.
Und wir hier oben auf dieser winzigen, hier vorne ganz knapp gegründet, hat die ganze Zeit gedacht, hier wäre nichts. Ich habe mich geweigert, in die Richtung runterzugehen. Mehrere Leute im Chat haben gesagt, WB, zieh mal Richtung Südosten, wir sind Optimisten. Ich habe gesagt, ja, natürlich seid ihr Optimisten, aber ich bin Pragmatiker, ich ziehe da nicht hin. Ist das ein L oder ein I? Philadelphia, okay. Krass, echt krass hier, echt krass. Kommt eine Runde weiter, ihr Mappe. Danke für die moralische Unterstützung an unseren guten Freund Saladin. Sehr großen, dicken Danke dafür. Interessanter Hinweis im Chat, was Querfox meint. Wir könnten... Washington ist nach dem falschen Präsidenten benannt. Nach George Washington. Und wer ist unser Präsident? Eindeutig. Wer ist unser Präsident? Na, ihm will man das hier benennen. Nach Lincoln benennen wir das hier. Ja? Nach Abraham Lincoln wird natürlich unsere Hauptstadt Lincoln benannt. Und nein, es hat nichts damit zu tun, dass ich in einem anderen Spiel, das nennt sich Real Life, in einer Stadt... am Rhein lebe. Damit hat das nichts zu tun, die Namensnennung. Vielen Dank für die gute Idee aus dem Chat an Squarefox hier. Hier vorne geht's weiter. Ob es seit dem Update Abstürze gibt, wird im Chat gefragt. Bei mir nicht, bei dir. Da oben wollen wir hin. Jetzt steht er hier im Weg rum. Peter, bitte. Na endlich. Geht doch. Boost für den Drall. Ein Heureka, bitte. Wo ist der zweite Bürger platziert? Wow. Selbst ohne Modernisierung, ja. Absolut top. Dank der vielen Überschwemmungen. Wir müssen nur hoffen, dass ja keine Bürger verloren gehen in Brotag durch Überschwemmungen. Ah, da kommen sie. Die ersten... Sägewerke auf Regenfeldern. Hier gleich mehrere. Davon wird Multiamor super profitieren. Hier haben alle gezogen. Ja, wir können die Stadt gleich hier belagern. Von der Rückseite dran ziehen. Geschossen hatten wir schon, ne? Nein, noch nicht. Einmal feuern von hier aus. Einmal von hier. So, und jetzt wird die Stadt belagert. Achtung! Ich ziehe alle nach links. Da ist das Belagerungszeichen. Können schon einmal angreifen und danach mit der Beförderung uns ausheilen. Können auch nachhelfen. Das geht relativ schnell, wenn wir das hier durchziehen. Aber die müssen dann auch heilen. Wenn wir nächste Runde noch einmal mit Trebuchets drauf feuern. Sollen wir oder sollen wir nicht? Können wir ruhig machen. Ja, das geht da ordentlich. Das wird ganz schnell hier gehen. Mit dem eins rauf, hier vorne. Plündern bitte.
Oh la la, ein Handwerker. Kriegen wir den? Leider nicht. Einmal hier vorne hin, bitte. Einmal aushalten. Und er feuert die nächste Runde. Zweites Sapeter-Vorkommen. Und jetzt produzieren wir einen Sapeter Runde für Runde 4, ne? Zwei Salpeter pro Runde, zwei Salpeterminen haben wir. Wir können eine Karte reinnehmen, wenn wir wollen, die ein weiteres Vorkommen produziert. Dann hätten wir 6. Dann könnten wir alle 4 Runden, 4 mal 6, 20 brauchen wir, mit 20 Salpeter aus unseren Triborken Bombarden machen. Und mit den Bombarden kommen wir dann hier oben auch besser rein. Ich bin begeistert. Genauso machen wir das. Bleibt hier bitte noch was stehen. Hier geht's rauf. Hier haben wir schon alles aufgedeckt. Wir könnten pro forma auch hier einmal gucken, ob hier irgendwas Spannendes ist, aber wie wahrscheinlich ist das? So. Lubelos, vielen Dank fürs Abo. Fürs zweite, danke an dich. Hier vorne sind wir also. Das heißt, die Stadt fällt, Ubuda. Dann geht's rauf Richtung Pesch, dann Richtung Buda. Buda ist die Hauptstadt, deshalb am Schluss, weil da ein, weil da der Palast steht und Buda verbessert. Und danach ging es dann rauf Richtung Shiget. Oder wir lassen Shiget übrig, aber warum? Dann hier unten, die Stadt ist super deluxe-mäßig. Hier gründen wir gleich eine. Wir müssten Geld gleich irgendwie auftreiben, um eine zweite hier zu kaufen. Ich habe leider Geld gerade schon ausgegeben hier unten für den Handwerker. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir hier vorne noch mehr Geld erobern. Hier lässt sich leider gar nichts mehr plündern. Peinlich, die Ungarn haben ihre Städte nicht vernünftig ausgebaut. Hier plündern wir Glauben, hier plündern wir Geld. Auf Weiden auch Glauben, das ist Heilung, das ist Heilung, das ist Heilung. Auf Sägewerken, Glaube, das weiß ich nicht mehr. Was plündert man auf Sägewerken? Geld. Das ist auch gut. Hier einmal Gold plündern. Dann ist bald schon Ende Gelände. Viel kommt nicht mehr dazu. Das ist doof. Ein bisschen Gold kommt noch dazu. Wir müssen schauen. Die minus 5 sind heftig. Sobald wir den Krieg halbwegs im Griff haben, vielleicht nach dem Fall von Pest schon, müssen wir unbedingt bei den Politikkarten wechseln, bei den Regierungsformen und von der Oligarchie raufgeben zur Monarchie. Dann brauchen wir die Kampfstärke ja nicht mehr. Die ist jetzt schon kippelig. Und mit den Bombarden müsste eigentlich die Stadt oben auch schon fallen. Dann holen wir uns endlich die Monarchie und bekommen zwei weitere Politikkarten. Das sind drei Jokerkarten, weil die Amerikaner keine, weil die grünen Karten bei denen in Jokerkarten umgewechselt werden. Dann kommen wir auch irgendwie mehr an Geld, dann fällt uns schon irgendwas ein. Insgesamt, ich bin nicht mehr so optimistisch wie beim letzten Mal nach dem Stream oder am Ende des Streams, weil forschungsmäßig haben die anderen in unserer Kriegszeit ordentlich an uns vorbeigezogen, kulturell ein Desaster. Wir müssen dringend, wir erobern kaum Theaterplätze, müssen Theaterplätze bauen. Sobald wir hier durch sind, müssen wir ein absolutes Bauprogramm hier durchführen. Wir müssen massiv in Kultur gehen, in Industriegebiete. Also das wird echt krass. Da ist noch nichts, nichts in sicheren, in trockenen Tüchern hier. Absolut gar nichts, absolut gar nichts.